Hallihallöchen alle zusammen, da sind wir auch schon wieder zu Let's Play. Nee, ist falsch. Wie heißt es richtig? Let's Adventure? Genau, du hättest ein bisschen mehr Emotions reinbringen können, mein Freund. Ich wusste ja nicht, ob das jetzt wirklich so heißt. Aber das heißt Let's Adventure hochgeladen? Ja. Ich glaube schon. Okay. Also, okay, gut. Dann hast du mir jetzt gerade noch was beigebracht. Ja, wir sind ja immer noch auf der Map ein Mann namens Rätsel. Das konnte sich merken bis jetzt. Ja, habe ich jetzt auch schon oft genug von dir zu hören bekommen. Und wir sind ja immer noch im Unterwassergefängnis, was wir letztes Mal schon verpeilt haben zu schaffen. Und, wie weit schafft das? Ey, der hat einen Lauf hier zu Anfang. Ja, so viel dazu. Ah, fuck! Ja, das sagt der Rische. So. Was? Ich bin der Ninja Warrior von uns beiden hier, ne? Also. Sieht man, fuck. Ja, ich weiß. Hat man gerade gemerkt. So, zack und zack und mit Lauf. Ja, nein! Scheiße. Ich wollte es jetzt mal Oberpro-Modus machen im Durchrennen, aber das hat leider nicht funktioniert. So. Komm, mache Eier. Ich bin voller Adrenalin. Du bist zu lahm. Dann überhol mich doch einfach. Such dir einen langsameren Sport, die Vollkontakt-Entenjagd. Das war jetzt so klar. Und für alle, die nicht wissen, worum es geht, spielt mal Crash Tag Team Racing. Also ich kann es nur empfehlen. Nein! Besonders, wenn man dann so einen lustigen Kameraden wie den lieben Tylosi dabei hat, oh ja. Ist das Spiel schon sehr amüsant. Und die Kommentare auf laut stellt. Ach, das waren noch Zeiten. PlayStation 2 war das noch und jetzt kommt bei dir PlayStation 4. Hm. Was hältst du denn von der PlayStation 4? Sie hat blaues Licht. Das finde ich übelst cool, ja. Ich hatte jetzt bloß bei Spieletipps hatten jetzt ein Gewinnspiel. Und da sollten irgendwie, funny Bilder mit den über das blaue Licht von der PS4 gemacht werden. Fand ich irgendwie entertained. Ich hab's geschafft. Wow, warte mal, dann komme ich jetzt gleich nach. Scheiße, ich sehe nichts. TP. Was haben die da mit dem blauen Licht gemacht? Halt hochgenommen mit irgendwelchen Filmszenen. Ach Gott. Halt immer so, eigentlich immer der Dialog. Das ist die neue PlayStation 4. Und was kann, und was ist das da? Das ist das blaue Licht. Und was kann es? Blau leuchten. Ja, das Kapitel Wasser überstanden. Nur mal so zwischendurch. Jo. Guck mal, vor euch liegt nun ein neuer Test. Schwimmt von der Insel vor euch. Was? Zu. Zur Insel vor euch. Dort werdet ihr ein Rätsel zu lösen haben. Löst dieses und ihr werdet bald frei sein. Freiheit! Guck das mal, ist trotzdem ein süßes Boot. Wo ist denn ein Boot? Du stehst auf dem Boot. Oh. Ich dachte, das ist ein Satankreuz. Ah, natürlich, weil bei dir alles Satan ist. Ja. Ich finde das seltsam. Kaum switchen wir um auf das Let's Adventure, redest du wieder so. Wieso? Also für die, die es jetzt nicht wissen, wir haben geschlagene 3 Sekunden vorher am Let's Build-Projekt gearbeitet. Mhm. Und da kannst du jetzt mal sagen, was wir so gemacht haben. Oder auch nicht. Also red mal, Ich hab nicht mit dir geredet, deswegen. Ja, wir haben das Dorf gebaut, was jetzt in ansatzweise. Als nächstes, ja, ansatzweise, aber schon relativ weit. Also Kapitel 2 quasi schon. Unseres Let's Build. Und was tust du da? Hier ist ein Schwert drin. Okay. Nimm du das, ich verliere das sowieso bloß. Das ist schon verwendet. Okay. Jedenfalls in unserem Let's Build haben wir heute schon eine ganze Menge Zeit zugebracht, dort die ersten Häuslichkeiten zu bauen, wie zum Beispiel eine Taverne oder auch das Rathaus oder natürlich dein Favorit, wie könnte man jetzt vergessen? Wo bist du hin? dein Favorit, wie könnte man jetzt vergessen? Den Blumenladen. Genau. Also zwischendurch hatte ich dann zwar einen Hänger drin. Ja, das hat mir etwas Spaß gehabt. Indem er meine Bauwerke wieder zerstört hat auf radikalste Art und Weise. So hier. So hier. Und hier. Ach so. Geil, ich hab 4 3 Hühnchen. So. Top 1. Hey, gerechte Aufteilung. Komm. Hä, wieso? Ich hab nur 1 gekriegt. Du hast 2 gekriegt. Ach stimmt, ich hatte vorhin schon 1 davon gegessen. Oh, ja, hast recht. Willkommen, warte. Willkommen, Freunde. Ich
bin auf dieser Insel gestrandet. Die Versuche von ihr herunterzukommen, gingen alle schief. Ich habe bei einer meiner Erkundungstouren eine Ruine entdeckt. Ich gehe davon aus, dass es dort etwas gibt, das mithelfen könnte, von hier abzuhauen. Ein Versuch ist es wert. Hoffnungsvoll, Ralf Ezel. Aha, Ralf Ezel ist also ein Inder. Oder Taliban, oder was auch immer das jetzt darstellen sollte. Mindestens. Ein indischer Taliban. Ralf Ezel. Ich glaube, wir sollen dann demzufolge zu dem Ding hin. Der ist irgendwie schlecht. Ralf Ezel. Ja, ist, ja. Ist wie Tom Ülosi. Dann... lass mal... Jetzt, das freut mich jetzt. Dann lass mal gucken, Tom. Schauen wir uns die ganze Sache mal an. Hast du eine Ruine schon gefunden? Nö. Ist hier eine Ruine? Nein, hier ist keine Ruine. Aber ich schau mir das mal ein bisschen an hier. Vielleicht ist hier mach dir mal oben ein Bild. Ah, ein Bild. Ah. Wo bist du eigentlich? Ach, ist er weg. Ich kletter den Berg hinauf, weil ich denke, die ist ganz oben auf dem Berg. Ist das richtig gewesen? Was? Kommst du da überhaupt hoch? Ah, ich hab sie gefunden. Ja, ich hab sie auch gefunden. Und nein, man kommt... Obwohl, man kommt hier schon ein ganzes Stück hoch. Jetzt kommt er wie so ein Affe hier runtergeschwungen. Tom, das sieht so bananengelb aus. Tom, lass uns... Oh Gott, jetzt habe ich was angerichtet. Jetzt werde ich dich für immer Tom nennen. Und du bist Bibi Asches, oder was? Bibi Asches? Nee. Ja. Nein, Bertha. Nee. Boris. Ich habe das Gefühl, ich ersauf. Bingo. Bingo. Okay. Dann okay. Sag mir deine Zahlen an. Oh, oh, oh. Warte, meine Zahlen sind 1, 2, 3 und 4. Warte, was? Boah, Alter. Hieronimo, fuck. Au. Oh, geschafft. Ha, 47 Pfeile, du Noob. Was? Oh, das Wort hat ja aufgehört. Langweilig. Dürfen wir das jetzt rausnehmen? Nein. Nee, ich lass mal drin. Was ist denn das? Oh, ein Killer Jump Run. Kommt man da wieder raus? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ich sehe zumindest keine Leiter. Also quasi du oder die. Chironi. Nein! Du lebst doch noch. Gesehen. Ja, aber... Pst. Auf jeden Fall funkelt man hier unten. Toll. Wie fies. Kannst du mal eine Leiter zu mir runterbauen? Nur weil ich könnte höchstens das Wasser benutzen. Das ist aber eigentlich gar nicht dumm. Hey. Wo bist du eigentlich? Wieso? Also so weit war ich ja auch schon. So. Und dann mach mal. Also wenn ich jetzt nochmal falle, ne? Dann bin ich tot. Das ist schön. Ja, warte, ich warte noch bis wenigstens... das meiste davon regeneriert ist. Weil dann hätte ich eine Chance, das auch zu überleben, wenn ich runterfall nochmal. Und jetzt? Auf das Obsidian da drüben. Ach, da ist noch Obsidian davor, okay. Jo, genau. Hab ich jetzt glatt übersehen. Ich hab das Gefühl, du bist ja auch so ein Ding. Ich schaff das gleich beim ersten Mal. Das Gefühl hatte ich jetzt. Oh Gott, das wird jetzt spannend. Hier ist ein Schalter, soll ich den betätigen? Ja, du hast es auch geschafft. Na, dann betätige ich mal den Schalter. Ich? Boah, BÄM! Guck mal da. Geht's los? What? Was? Warte, was? Schuh auf. Und dahinter geht der Steg kaputt. Soll ich einfach mal Chironimo da durchrennen? Na los. Warte. Chironimo! Ah! Wow, fuck! Ach, hier drüben. Ah, oh, ist ja langweilig. Ich dachte, ich muss mal gleich durchrennen. Okay, du kannst erstmal hier bis zum Safe. Wow! Jetzt geht sie auf. Jetzt. Geschafft. Komm, das schaffst du. Hier sind zwei Hebel, aber ich finde es irgendwie langweilig, hier zu drücken. Spring! Oh, wie das schafft. Hepp. Ah. Okay. Zumindest ist der Steg jetzt zu. Okay. Ah, ein Safe Room. Ah, dann kann ich pennen. Safe Room? Da hast du übrigens einen goldenen Apfel. Thank you. Gern geschehen. Soll ich mal... Ja, auf null natürlich. Siehst du mal, das ist noch von der Adventure Map. Ja, was stellst du da auch immer die Zeit um?
Ach so. Mhm. Ich habe ja zwar Monsterspawn ausgestellt, aber müssen wir Monsterspawn dann? Ich weiß nicht. Okay. Naja, mal sehen. Ich glaube nicht. Ja, hoffentlich, weil sonst wäre es irgendwie fail. Naja. So, was haben wir denn hier? Das ist Wasser, die Tür Erde, ist Holz und Stein. Cool. Das sieht, es erinnert ein bisschen an die Insel. Das recht. Ja, insofern. So, ach stimmt, wenn man das jetzt mal so anschaut. Als Tempel nimmt und das als das Haus. Und das ist der Berg, ja, hast recht. Genau, auf dem man nicht ganz hoch kam. Okay, guck drüben? Mal da. Oh, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich will drücken. Und jetzt? Weiß ich nicht. Gibt keinen Sinn. Irgendwie ist jetzt hier eigentlich... Wow, warte! Was denn? Wow, da sagt das ja eher. Hallo? Ich hätte nicht sagen sollen. So. Soll das jetzt irgendwie... Hier ist die Tür aufgegangen. Soll das jetzt irgendwie einen Hinweis geben? Ich habe keine Ahnung. Dito. Ja. Aber... Hä? Tja. Das Gras brennt ab. Pff, toll, jetzt ist der Berg unter Lava. Na gut. Da ist die Tür. Ich glaube, wir müssen einfach weitergehen. Na, dann gehen wir weiter. Behalten das im Hinterkopf und gehen weiter. Okay. Was ist das? Ein Gang! Was ist was? Das ist ein Gang. Ich höre aber noch Pistons, die sich bewegen. Bingo. Dingo? Bingo. Ich habe auch Hunger auf Dingo-Fleisch. Guck mal. Eine Eisenbahn. Eine Eisenbahn? Ganz viele Loren. Ich nehme mir mal eine. So, ich setze mich schon mal hin. So, und jetzt? Würde ich sagen, du nimmst die andere Spur. Ich hier drüben und dann... Willst du drücken? Ne, drück du mal. Ich will drücken. Hui! Okay. Es ruckelt wieder ein wenig. Es ruckelt, das ist schade. Bei mir läuft es noch flüssig. Wow! Was? Was? Okay, so viel dazu. Ach du Scheiße. Und da haben wir wieder die engen Kurven hier. Wow, wow, wow. Ich fühle mich wie Vettel. So. Jetzt hackt's bei mir. Bei mir auch. Ja, das ist schade. Das ist blöd. Also, wir müssen das dann nochmal machen. Dann hackt's nicht mehr. Ah, Achterbahn. Ich liebe Achterbahn. So, gerade lief flüssig. Jetzt hackt's wieder. Jetzt läuft's nicht. Es hackt. Das tut mir jetzt leid. Läuft's. Das tut mir jetzt schon mal leid für die Aufnahme. Das ist jetzt ja gerade so hackt. Das liegt, ich weiß nicht, am Server vielleicht. Ja, das ist... Keine Ahnung. Und jetzt? Links. Was? Was? Fail. Hallo? Fail? Raus hier. Also ich glaube, jetzt sind wir falsch. Denkst du? Ja, ich denke schon, wenn hier eine Redstone-Leitung liegt. Da könntest du recht haben. Warte, ich mach mal schnell Game-Mode-Change. Na, dann change mal den Game-Mode und hau mal mit der Handkante gegen die Wand. Da, Game-Mode 1. So, warte. Kamehameha! Fuck, ich hab mich getroffen. warte mal. Kamehameha! Okay, bam. So. Toll, jetzt sind wir am Anfang wieder rausgekommen. Das ist richtig. Sollen wir jetzt noch eine Runde? Nee. Hast du hier die ganzen Loren mitgenommen oder was? Nee, das ist nicht der Anfang. Hier sind keine Loren mehr drin. Okay, also ich hab's nicht rausgenommen, von daher. Die Tür ist offen. War hier vorne auch schon eine Tür? Nicht, dass ich wüsste. Scheiße, ich muss mal mein Game Mode wieder umstellen. So, Game Mode. Im Dunkeln ist es immer schwer, was zu tippen. So? So? Mit der genügend Vorsicht? Was ist denn das? Wasser. Also immer so Schwimmleitern. Ja, okay, halt fix nach oben. Und es ist dunkel. Sicher? Ja, ich sehe zumindest... So, auch immer die Zeit umstellen. Ich sehe nichts. Aber es müsste eigentlich stark sein. Wieso? Achso, weil wir vor uns gepennt haben. Es ist auch Tag. Es ist Tag? Ist das die Insel von gerade eben? Könnte sein. Warte, ich muss mal meine Grafikeinstellung wieder auf düster stellen. Das Feeling. Feeling? What the f... Okay, so viel zu dem Versuchsaufwurf vor uns. Und müsste nicht eigentlich Monster spawnen?
Ich glaube, das ist ein Fail von mir. Ich habe den Server vergessen wieder umzustellen von unserem Baumodus. Macht nichts. Dann stellt euch einfach vor, dass hier eine ganze Menge Viecher rumrennen, die uns bestimmt töten. Ja, komm, wir rennen rund um die Insel, um wegzurennen. Ah! Hilfe! Scheiße! Mich verfolgt ein Monster! Ein Basches! Fuck, Alter, ich hab Zombies am Arsch! Nein. Ich hab Zombies im Arsch. Steckst du dir dann die Knochen immer so vertikal? Na egal. So. Nee, jetzt mal ehrlich, wir brauchen einen Ausgang. Nein! Fuck! Scheiße! Ich hab auch gerade ein Item. Hast du noch das Wasser? Da ist Wasser. Es gibt schon dumme Menschen. Wen denn? Den Klaus. Siehst du? So, wie schaffe ich es jetzt hier ohne anzubrennen, um die Lava zu springen? Meinst du, wir müssen da ganz hoch auf den Berg? Aber warte mal. Kannst du ja gerne probieren, warte, aber. Warte mal. Ich warte das, mal. Das erinnert mich an diese kleine Darstellung? In hier mit dem Berg da. Ja, okay, und was hast du daraus gelernt? Ich habe keine Ahnung, aber das Haus steht hier noch und das ist von der Lava nicht steht noch betroffen. Also es wird zumindest nicht getroffen von der Lava. Fasziniert. Aber es ist irgendwie kaputt. Yeah, so viel dazu. Aber die Tür steht noch, können wir wenigstens zur Tür reingehen. Gut. Aber nicht anklopfen, nicht vergessen, so rum. Ach, hier. Hier ist Zeug drin, ich nehme das mal mit. Tatsächlich? Hier, da hätte ich noch zwei Schwerter. Rein theoretisch schon, sind hier. Hier ist Kohle drin, da können wir hier. Warte, ich kann dir das eine geben. Ich möchte auch hier ein Schwert. Oh, ich hab ein Schwert. Geil. Ich fühle mich immer. Was ist denn das hier? Hier geht's nach unten. Gehen wir dann gleich mal nach unten, wir warten mal. Tun. Also rein theoretisch, wenn hier wirklich Monster spawnen würden, dann könnten wir hier nicht rumstehen. Das ist richtig. Ich renne rund ums Haus, um das zu symbolisieren. Hilfe! Monster verfolgen mich! Ich bin eine einsame Jungfrau in Nöten! Wie wird denn das jetzt abgebrannt? Also was? Das Essen? Ja, warte, wir sind bei 3. Ja, bei deinen Kochkünsten geht's ja auch nicht schnell. So, warte, wo bist du? Ja. Hier, dann habe ich mal ein Hühnchen. Kannst du dir den Arsch schieben? Oh, ey, kennst du die South Park-Folge davon? Oh Gott. Kennst du die, wo die sich dann Hühnchen in den Arsch schieben, weil es gesünder ist? Hey, guck mal. Ja, wir sind auf einem Vulkan gelandet, so wie es aussieht. Du meinst unter einem Vulkan? Ja, meine ich doch. Guck mal, da ist Lava überall. Das ist irren. Das ist schlecht gemacht jetzt hier. Findest du, warum? Das mit der Decke gefällt mir jetzt nicht. Ach komm, ist aber auch Nörgeln auf hohem Niveau. Ah, nicht in die Lava, nein. Oh nein. Ich lasse dir gerne den Vortritt. Warte mal, nö. Wenn ich mich da so recht. Warte mal, nö. Wenn ich mich da so recht erinnere, wir hatten hier den Wassereimer. Ich will nicht. Ey, Wassereimer ist hier gecheatet. Wieso? Aber ich hab einen. Ich stand in der Bibel, dass wir das nie verwenden dürfen. Nein, aber trotzdem. Mach mal. Ah, komm. Das ist ja fies. Passiert jetzt was? Ich hoffe nicht. Ich höre nichts zischen, ich habe aber auch keinen Ton an. Das soll also nichts bedeuten. Ich höre auch nichts zischen. Nein, zu weit. Scheiße. Ich hab's geschafft. Na, lösch mich. Hilfe. Nein, ich sterbe. Hilf mir. Schütt das Wasser aus. Fuck. What the Frank? Was denn? Bist du gestorben? Nee, aber jetzt sind gerade übelst viele Pfeile losgegangen. Wo kommen die bitte raus? Alter! Ja, das ist wieder da. Das ist böse. Alter! Ja. Hast du mein Zeug gesehen? Ich hab das im Inventar, aber danke. Willst du mich verarschen? Nein, behalt's ruhig. Ich gönn dir das. Hier. Nein, behalt ruhig. So, nee, mehr kriegst du auch nicht. Okay. Weil mehr habe ich nicht. Ja, natürlich gibst du mir den goldenen Strampler zurück. Dankeschön. Aber was zu essen hätte ich schon auch gerne wieder. Ne, es ist aber alles ins Feuer, was du an Essen hattest. Ja? Scheiße, ich hab noch die Hühnchen. Alter, wo kommt denn das Zeug hierher? Alter, das ist böse. Ah, fuck, ich wurde getroffen.
Versteck! Harakiri! No! Schon klar. Was? Komm! Ha, hat er geschafft. Ich hab mehr Pfeile eingesammelt. Hihi. Wie viel hast du jetzt? Ich hab keine Ahnung. 63. Ich hab 64 und 41. Hier sind Druckplatten. Lauf. Aha. Was denn jetzt passiert? Das hat hier unten Myzel ausgelöst. Wie sinnlos. Warum? Das ist nicht einmal mit Lava überdings da. Ach scheiße, ich springe durch genau das Tisch. Fuck! Rette mir! Rette mir! Oh, Alter, ich hab noch ein halbes Herz. Warte, wie viel brauchst du noch was zu essen? Nee, hab ich. Obwohl, den doch kann ich gebrauchen. Gerade sehe ich. So, ich denke, der Wassereimer war dafür bestimmt nicht gedacht, aber... Ja, ist kreative Freiheit. Wenn man mir das gibt, ne, dann... Und nicht wieder wegnimmt? Eben. Eben, der ist kreative Freiheit. Alter, ich brenne hier. Ich hab so ein Problem mit Lava. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich sterbe. Ja? Ach nee. Hä? Hey. Also man überlebt. Was? So viel kann ich dir versichern. Was, das nach im Wasser nach unten springt? Ein Safe Room. Mit ja, Kisten. Doch nötiger. Boah, Eisen. Das ist ja mal eine richtige Ausrüstung. Mit Schnitzel. Geile Beute, Alter. Und Holz. Faszinierend. Was macht man mit den Stöcken jetzt? Welche Stöcke? Ich habe Stöcke erhalten. Vielleicht kann man sich dann Diamant abbauen. Was haben wir denn hier für eine Spitzhacke? Holz. Nee. Ja, kannst ja probieren, einen Diamant abzubauen. Ich seh dich dann morgen. weißt du, was das Interessante ist? Ach, was nee. Denn? Nee, ich wollte gerade sagen, die haben ja alles gegeben, bis auf den Brusthaar nicht, aber den habe ich im Inventar. Ja, so viel dazu. Können wir knacken? Wenn du den Befehl dafür eingibst? Hast du wirklich? Ja, ich hab's halt drauf. Okay. Das war nur Zufall. Ja, bam. Okay. Guten Morgen, Welt. Und alle, die sie bevölkert. Du kriegst von mir einen Schnitzel wieder. Ich möchte meinen eigenen Schnitzel. Warte mal, wie könnte das ungerade Anzahl ein Schnitzel sein? Ich hab 4 da reingetan. Ich hab aber nicht so viel reingetan. Hier. Ich hab plus 3 reingetan. Echt? Ich hab 4 bekommen. Seltsam. Irgendwie würde mir Bogen besser passen als das andere, was wir jetzt hier bekommen. Mit unseren ganzen Pfeilen? Ja, hast du recht. So, die Pfeile tue ich einfach mal so ins Inventar. Ich sortiere das mal. Okay. So, bist du bereit? Ich lasse die Goldrüstung mal hier zurück, falls ich nochmal zurückkomme. Oder habe ich... Warte, da oben ist eine Kiste. Was? Ja, Fackeln! Sowas sieht er wieder, ne? Gut. So, die Tür? Die Tür. Ha, guck mal. Willkommen in der Höhle des Grauen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Ich übernehme keine Haftung für körperliche Schäden durch Monster. ja, das kann ich glauben. Praktisches Vorgehen und das Setzen von Fackeln ist empfehlenswert. Viel Spaß, liebe Grüße, euer Herr Rätsel. Wollen wir mal kurz eine Aufnahmepause machen? Was denn? Willst du nicht auf Geronimo? Nee, diesmal ist es vielleicht dann doch langweilig. Okay, Leute. Dann also, haben wir sogar eine komplette Folge gerade gedreht. Man wird's kaum glauben. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt rumgebracht? 24, 25 Minuten. Oh, perfekt. Siehst du, wie ich das gewusst habe. Ja. Natürlich. Ja, hab ich. War alles so geplant. Genau. Na dann. Alles klar. Bis gleich. Tüdelü. Ciao, Sen. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Mexiko.